Besonders freut sich Menschen heute zum ersten Mal zum Tisch des Herrn zu führen. Heute ist dieser Tag, wo wir miteinander zu Jesus kommen dürfen. Er liebt uns und wir lieben ihn. Wenn wir Gott entgegengehen, wenn er einmal zu uns allen wiederkommt. Nun, wir bitten am Beginn des Gottesdienstes Jesus um sein Erbarmen und der Johannes, die Katharina, Fräulein Enzinger, geht heraus. Manche, die wir nicht mögen, müssen draußen bleiben. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Jesus, du bist heute unser Gastgeber. Oft vergessen wir dich. Vieles ist uns wichtiger als du. Am Sonntag fehlen wir oft bei deinem Festmahl. Liebe Kinder, heute der Mittelpunkt der Gemeinde. Alle freuen sich mit euch. Es ist euer Fest. Heute und auch jeder Sonntag soll für euch ein Fest sein. Denn Christus, der Herr, hat euch geladen zum Mahl des Lebens. Aber nicht nur euch, auch eure Eltern. Aber leider, sie vergessen oft sehr darauf, dass sie eingeladen sind am Sonntag. Manchmal denke ich mir, wie eine Eintagsfliege behandeln sie die Einladung Jesu und dann vergessen sie wieder darauf und gehen dem Trott des Alltags nach, ohne euch ein entsprechendes Vorbild zu sein. Freund von Jesus zu sein, steht ihr diesem Wunsche nicht entgegen. Bitte euch von Herzen, dass ihr eure Pflicht als Christen wahrnehmt und ernst nehmt, euren Kindern ein gutes Beispiel gelebten Christseins zu sein. Liebe Kinder, wir wollen jetzt vor Gott und vor der Gemeinde unseren Glauben bekennen. Gut aufpassen, dass auch wir mit dem Herzen unser Bekenntnis Jesus sagen. Wir antworten dann, wir glauben. Wir glauben an Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir glauben. Er hat uns das Leben gegeben, er ist auch unser Vater. Wir glauben. Nun lade ich ein, auch ein zwei Eltern, Vater und Mutter, mit den Kindern vor Gott unsere Fürbitten hinzutragen. Alle, die heute da sind, sie sollen sich mit uns freuen und spüren, dass du Gott glücklich Menschen bist. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für Vater, Mutter und Geschwister und für alle Menschen, die wir gern haben, dass sie gesund bleiben und noch lange bei uns sind. Ausdauer. Schenke uns die Entschlossenheit, unseren Kindern in allem, was gut ist, voranzugehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du, O
Gott bist unser Vater. Wir alle, groß und klein, sind deine Kinder. Wir bringen unsere Gaben, schau her auf dieses Brot, nimm es aus unseren Händen, du großer, guter Gott. Segne diese Gaben durch deinen Heiligen Geist, indem die ganze Kirche dich ehrt und lobt und preist. Darüber freuen wir uns, dafür danken wir dir, Vater, zusammen mit allen, die an dich glauben, zusammen mit den Heiligen und den Engeln preisen wir dich und singen voll Freude. Wir danken dir für Jesus, der in deinem Namen gekommen ist, als Freund der Armen und der Kleinen. Er hat uns gezeigt, wie wir für dich und füreinander da sein können. Er ist gekommen, um die Macht des Bösen zu brechen und den Hass hinwegzunehmen, der jede Freundschaft zerstört. Am Abend vor seinem Leiden nahm der Herr Brot in seine Hände, sprach den Segen, reichte seinen Jüngern. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm auch den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Er nimmt uns mit auf den Weg zu ihm. Gib uns allen, die an diesem Mahl teilnehmen, den Geist der Liebe, damit wir immer ein Herz und eine Seele werden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Wollen wir, liebe Kinder, um den Altar zur Heiligen Kommunion setzen. So, liebe Kinder, schaut ihr auf den heiligen Leib des Herrn, sieht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ihr zum Tisch des Herrn
Reise für das Leben und begleite sie auf all ihren Wegen und lass sie teilnehmen immer an der Freude dieser Gemeinde und dass sie lebendige Christen sein mögen und von diesem Brot des Lebens immer wieder essen, um gestärkt zu sein für das Leben, für die Aufgaben, die auch ihnen entgegentreten werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Nun singen wir vor Freude miteinander das Dank. Danke sei Gott, dem Herrn. Warten wir, bis wir